Hallo Freunde, heute spielen wir mal Remnant from the Ashes. Neues Game, neues Glück. Ich bin sehr gespannt. Soll eine sehr geile Grafik haben, soll viel Spaß machen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Wir stellen uns mal einen schönen Charakter. Charakter auswählen, ne? Ach da. Scheint, als hätte das mal was bedeutet. Was nehmen wir denn mal für eine Rübe? Tja. Ja, die Frisur gefällt mir. Da ist noch ein Schwarz. Augenfarbe kann so bleiben. Hautfarbe machen wir ein bisschen dunkler. Das erscheint mir nützlich. Das könnte nützlich sein. Ja, das hört sich schon. Aber ich glaube, die Stimme passt besser. Dass das wohl gut ist. Ja. So, dann fangen wir mal an. Was tun, wenn unsere letzte Hoffnung stirbt? Das musst du herausfinden. Schon lange vor dir gab es jemanden, der versuchte, den Bestien, die uns schon seit Generationen heimsuchen, ein Ende zu setzen. Ihr Ende lag nahe. Oder so glaubten wir. Denn wir sahen, wie ein Drache in den Himmel aufstieg und vor Schmerzen schrie. Aber unser Held kehrte nie nach Hause zurück. Das sind ja gute Aussichten. Uns blieben nur der Sturm, die Bestien, eine unerschütterliche Furcht, dass ein schauriger Wandel vollzogen war. Deine Reise wird nicht leicht. Der Turm des Drachen wird von einem Sturm umgeben. Der Drache mag tot sein. Aber ich befürchte, dass aus seiner Asche eine neue Bestie erwacht ist. Du wirst um jeden Schritt kämpfen. Du musst den Turm erreichen und herausfinden, was mit unserem Krieger geschehen ist. Stelle dich dem, was darin lauert. Wow, geiles Intro. Wenn unsere letzte Hoffnung stirbt, wird eine neue geboren. Bis zu unserem letzten Atemzug. Na, das hört sich doch gut an. Frisch aus dem Wasser. Was hat er denn für Moves drauf? Das Tutorial muss abgeschlossen werden, um die Sitzung beizutreten. Okay. Rechte Maustaste. Kann er wechseln? Ah. Oh, der hat aber ordentlich Dampf, der Junge. Halt in die Hocke. Hier ist ein Feuer, sehr schön. Also ich spiele das Ganze auf einer AMD-Karte und es sieht echt gut aus. Also schon fast wie Raytracing. Geile Glanzeffekte. Ja, da kommen wir wohl nicht durch. Verbrauchsgüter bieten kurzzeitige Hilfe. Sie können in der Welt gefunden oder Händlern erworben werden. Sie werden beim Aufnehmen automatisch ausgerüstet. Sollte sich kein anderes Verbrauchsgut im Inventar befinden, drücke 1, um es zu verwenden. Ja, danke für den Hinweis. Werden wir wahrscheinlich gebrauchen können.
Drücken wir mal eins. Zack. Oh, kleinen Zaubertrank hier. Oh oh. Ja, kaum angefangen, geht schon los. Hui. Hm, der sieht aber lecker aus. Kommen da noch mehr oder war das nur der eine? Zack, weg ist er. Ausweichen, okay. Hier die Safe. Ja. Ah, das meinst du mit Ausweichen. Ah, diese Effekte meine ich hier unten, diese Glanzeffekte, sieht echt aus wie Raytracing. Ist es ja nicht, aber geil gemacht. Die ganze Atmosphäre gefällt mir. Kommen wir hier ran? Nö, natürlich nicht. Müsste mal geölt werden. Oh oh. Hey, ja, ja. Nur kleine Vorwärtsrolle. Kann ja nicht schaden. Was zu trinken? Natürlich nicht. Oh, der ging aber fix. Oh, wie viel kommen da denn noch? Das sagt sich immer so leicht. Ausweichen. Wie wär's mal wieder mit einem kleinen Krafttrank? Das ist ja nicht gerade eine einladende Gegend hier. Ei, das sind arme Typen noch leben, Mensch. Ich glaube, den hat's zerlegt. Boah, wer kommt da denn an? Oh oh. Space ausweichen, das wird nichts. Zu viele. Oh.
Gut, dass es nur das Tutorial war. Aber es fängt ja schon fett an. Halten Sie durch! Alles wird gut! Wir bekommen Besuch! Los! Los! Oh, du bist ja wach. Hallo. Hi. Oh, mach langsam. Dich hat es schlimm erwischt. Du willst doch nicht wieder zu bluten anfangen, oder? Ich bin Wallace. Ich wollte nach dir sehen. Ich habe auch den Commander gefragt, ob ich's darf. Commander Ford und Mr. Wiggle haben dich draußen gefunden. Sie haben dich reingeschleppt. Und sie sagten, dass Mark nicht zurückkommen wird. Also ach, das war Mark, okay. Er war, ach egal. Der Kommandeur hat gesagt, du sollst bei ihr vorbeikommen, wenn du aufwachst. Sie ist im Zimmer am Ende vom Gang. Sie findet dir schon ein Plätzchen, keine Angst. Bis später. Jo, bis später, dann wollen wir mal gucken. Am Ende des Ganges, also geradeaus. Sieh mal einer an. Sie sind wach. Ja. Sie haben vor unseren Toren gut gekämpft. Ich bin Commander Ford. Das ist meine Basis und Sie sind ein unerwarteter Gast. Es ist meine Aufgabe zu wissen, welche Sorte Mensch ich hier aufnehme. Wir haben seit Wochen keine Lebenden am Ufer gesehen. Sie sagen mir jetzt, warum Sie wirklich da draußen waren. Oder wir überlassen Sie der Saat. Ich versuche mal, was steht da? Ich versuche auf den Inselturm im Meer zu kommen. Ich muss Ihnen gar nichts erzählen. Naja, wollen wir mal nicht so frech sein. Hm. Es ist lange her, dass jemand den Turm betreten hat. Aber Sie werden keine Möglichkeit haben, dorthin zu gelangen. In Wahrheit ist die Station von der Außenwelt abgeschnitten. Nachdem wir sie hereingebracht haben, mussten wir die Tore verbarrikadieren. Die Saat ist überall. Aber jetzt, da sie hier sind, habe ich eine Idee. Ich mache Ihnen ein Angebot. Sie wollen hier raus? Dann erledigen Sie etwas für uns. Also unten ist immer die ein bisschen frechere Antwort und oben die normale. Nehmen wir mal die normale. Zuallererst brauchen wir Strom. Unser Reaktor wurde durch den Sturm deaktiviert. Mit genügend Strom können wir vielleicht einen anderen Weg nach draußen finden. Nein, wir wollen den Reaktor. Der Reaktor befindet sich auf der unteren Ebene. Es führt eine Treppe hinunter. Bringen Sie ihn zum Laufen und kommen Sie dann hier zurück. Puppe, das kriegen wir hin. Leicht. Seien Sie vorsichtig. Wir haben dort unten vor einigen Tagen jemanden verloren. Ich vermute, die Saat hat einen Weg hineingefunden. Gehen Sie wegen Ihrer Klinge zu Riggs. Ihre Fäuste werden gegen die Saat nicht ausreichen. Wenn Sie uns diesen Gefallen tun, helfe ich Ihnen hier raus. Na, das ist ja nett. Sehr schön. So. Mal gucken. Kommen wir mit der Map klar. Was haben wir denn? Charakter. Eigenschaften. Karte. Kann man da irgendwas markieren? Nö. Okay, dann gehen wir mal zurück. Hier durch das Kartensystem noch nicht so ganz durch, aber es ergibt sich bestimmt irgendwann wieder von alleine. Dinger laut Evelyn Zedder nur einen von 7 Überlebenden, die von Atoll entkommen konnten. Wir mussten Station 16 verlassen und uns ins Zentrum zur Station 13 zurückziehen. Die anderen sind alle tot.
Haskard, Neville, Green, Parker, McKinney, alle tot. Wir sind die einzigen, die noch übrig sind. Die Saat hat auch die Station B. Boah, das ist nochmal Haufen zu. Ja, das wird zu viel. Können Sie auch tot lesen hier. Dann gehen wir mal hier runter. Wallace wird hoffentlich nicht in die Fußstapfen seines Bruders treten. Ohne genügend Munition holt einen da draußen der Tod. Der arme Wallace mag auf diese Art und Weise zu verlieren. Ja, ziemlich einsilbig hier. Ob mein Rücken jemals schmerzfrei sein wird? Das hoffe ich doch. Ford hält uns im Dunkeln, im wörtlichen und im übertragenen Sinn. Wir sehen uns. Hey, ich behalte dich im Auge. Teste mich nicht. Ja. Von da bin ich gekommen. Geht's hoch? Ach nee, von hier bin ich gekommen. Mann. Da bin ich jetzt lang gelaufen. Da hinten geht's aber auch hoch. Aber wahrscheinlich geht's da hoch, wo ich schon war, oder? Ja, da war ich auch schon. Mal wieder ein Orientierungssinn. Ohne Navi geht hier gar nichts. Ah, da ist er ja. Hey, schön, dich wieder auf den Beinen zu sehen. Oh, willkommen in Station 13. Ich habe mein Bestes getan, dich zu verarzten. Du scheinst so einiges auszuhalten. Ja, das Riggler, stimmt. Aber die meisten nennen mich Riggs. Also dein Schwert hat im Kampf viel abbekommen. Konnte leider nicht viel reparieren. Die Klinge war zerschmettert, als wir dich fanden. Das ist jetzt leider nur noch Altmetall. Ace meinte, sie hat ein paar Waffen in der Stadt gefunden. Vielleicht kann sie dir helfen. Ja, sie ist anscheinend unten im Keller, um den Reaktor zu überprüfen. Ich hoffe, wir bekommen mal was zum Ballern. So. Soweit, so gut. Wir machen jetzt hier erstmal Schluss und sehen uns dann im nächsten Teil.